Natürlich mit einem Riesenereignis, weil der britische Popsänger George Michael gestern Abend in der Frankfurter Festhalle war. Ungezählte goldene Schallplatten, weltweite Nummer 1 Hits und viele Auszeichnungen hat der Mann zu bieten. Selbst den Grammy, also den Oscar der Musikbranche, hat er zweimal gewonnen. Er und seine Musik und auch seine privaten Skandälchen machen ihn schon zu Lebzeiten zum Klassiker. Guten Abend, Frankfurt. Guten Abend, George Michael. Ja dann, lass mal hören. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. George Michael im Jahr 2011. Anders als viele dachten, ihn zu kennen. Mit dem einen oder anderen Lied, das nicht aus seiner Feder stammt, begleitet von einem symphonischen Orchester. Die Tour seit Monaten ausverkauft. Auch die Festhalle in Frankfurt. Die Fans wissen, warum. Der ist einfach cool. Macht eine super Musik und deswegen bin ich hier. Smoothig, cool. Ich finde den einfach klasse. Tolle Ausstrahlung und mir gefällt die Musik total gut. Mal wieder richtige Musik, ohne viel Technik, so wie man es früher gehabt hat. George Michael ist älter geworden und gibt sich auch sehr erwachsen, sehr seriös. Von dem ehemaligen Teenie-Idol ist schon lange nichts mehr übrig. So einen Imagewandel würden viele Künstler scheuen. George Michael ist diesen Schritt sehr bewusst gegangen. Ich bin 48, keine 24 mehr. Der Gipfel meiner Karriere liegt hinter mir. Da kann man mal was riskieren. Ich habe nichts zu verlieren. Der Gipfel seiner Karriere liegt tatsächlich lange zurück, die 80er Jahre, als er Welthits wie Careless Whisper schrieb. Zeiten, an die sich auch das Publikum heute immer noch gerne erinnert. War eine wilde Zeit, eine schöne Zeit, unbefangener wie heute. Diskothek und mit Freunden abhängen und ja, Spaß haben. Ja, das war schon die Zeit der großen Verliebtheit, ne? War natürlich als Teenie unsterblich verliebt in George Michael. Wir haben gerade festgestellt, wir sind mit ihm alt geworden. Also wir sind so diese Generation und hat uns immer so begleitet, ja. My baby don't care. So eine gemeinsame Vergangenheit lässt die Fans auch über die Drogengeschichten hinwegsehen, mit denen George Michael in den letzten 10 Jahren mehr Schlagzeilen gemacht hat als mit seiner Musik. Diese treue Fanbasis ist für den Sänger deswegen extrem wichtig. Kritiken, Hitparaden und Plattenverkäufe zählen schon lange nicht mehr für mich, aber ich freue mich über meine Fans. Ich bin immer wieder erstaunt über ihr, ja, wie soll ich sagen, Durchhaltevermögen. Das mit dem Durchhaltevermögen übrigens ein Kompliment, das man auch George Michael machen kann. 2,5 Stunden dauerte das Konzert gestern in der Frankfurter Festhalle. So gesehen direkt schade, dass es keine weiteren Konzerttermine in Deutschland mehr gibt.